Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Battlefield. Und heute spielen wir mal wieder mit dem Sniper auf Omen und zwar mit der SVD. Warum die SVD? Ich finde die SVD ist eine richtig gute Waffe. Der ich mal vorhin nicht treffe. Oder doch. Und zwar macht sie 70er Schaden auf Kopf und so 30 bis 40 Schaden auf Buddy. Und uns eine Snipen, scheiße. Also wenn ihr einmal den Kopf trefft und danach müsst ihr nur noch darauf achten, dass ihr den Körper trefft, dann habt ihr ihn schon. Ist eigentlich leicht mit der umzugehen, außer der Rückstoß. Man muss dann immer, wenn ihr schießt, müsst ihr immer ganz viel nach unten. Ah, das ist nicht das Schlimmste. Wir wollen uns hier absnipen, ey. So. Heute ist ja ein Tag vor Silvester, also heute Nacht um 0:01 um 0:00. Ja, eine Sekunde nach 0 Uhr ist dann das neue Jahr. Ich hoffe, ihr feiert alle schön. Ah, danke, der hat mich gereift. Und habt Spaß. Bei mir ist die Lust an Silvester irgendwie verloren gegangen. Jedes Jahr war ich so aufgeregt und so, aber okay. Jedes Jahr war ich so aufgeregt und so auf Silvester, aber dieses Jahr war es auch bei Weihnachten so, obwohl ich kein Weihnachten feiere, aber ich mag die Atmosphäre von Weihnachten. Dieses Jahr war es so, dass es auch nicht so, die Atmosphäre von Weihnachten war halt nicht da, finde ich. Und die von Silvester ist auch irgendwie nicht da verschollen gegangen, oder keine Ahnung. Also ich habe nicht so eine krass große Vorfreude auf Silvester. Ich habe mir auch nicht viel gekauft. Vielleicht kaufe ich mir so ein paar Raketen und sowas, aber so einen richtig krassen Einkauf mache ich nicht. Ich habe einen Kumpel, der kauft sich immer. Oh, die Runde ist ja schon zu Ende. Ich habe einen Kumpel, der kauft sich immer ganz viel und bezahlt dafür auch sehr viel. Das ist wie Geld verbrennen. Nimm das Geld in die Hand und verbrenn es. Hast du einen schöneren Effekt und ist halt genau dasselbe. Deswegen finde ich es eigentlich ein bisschen sinnlos, dafür Geld auszugeben, aber ein bisschen muss schon sein, aber nicht zu viel. Also echte Freaks kaufen auch richtig krass viel. So. Nehmen wir mal B ein. B, B, B. Später werde ich auch rausgehen und so. Anfang so ein bisschen so früh. Ein paar Böller zu werfen und sowas, aber mehr auch nicht. Ich muss ehrlich sagen, mit der SVD braucht man eigentlich nicht ran zu zoomen, außer auf richtig hohe Distanzen. Sonst braucht man das eigentlich nicht. Weil, zum Beispiel, er steht da. Sagen wir mal, das ist sein Kopf, das da. Wir müssen nur ein bisschen rüberziehen. Nicht viel. So viel. Das könnt ihr auch ohne Zoom machen. Joel hat ja gesagt, er macht eine Pause, weil wir alle nicht viel aufnehmen. Ich muss ihm recht geben, aber eine Pause dauert zu lange. Ach, da ist einer von uns. Okay. Keiner auf dem Sniperberg. Genau, in der letzten Runde bin ich ja richtig ausgerastet.
Ich habe das Video später auch nochmal angeguckt. Ich fand's richtig witzig. Ihr müsst euch das Video in doppelter Geschwindigkeit anhören. Das ist richtig witzig. Gestern habe ich einen Distanzkill von 190 Metern, glaube ich, geschafft. Ich weiß es nicht mehr genau, aber es war ein echt guter Distanzkill. Ich verstehe die Sniper nicht. Ach ja, genau. Und ich wollte anmerken, warum greift keiner mehr zu den alten Play-4-Waffen. Jeder mit den neuen OP-Waffen, keiner mehr mit den alten. Ich finde, manche alten Waffen haben immer noch was Gutes und ich immer direkt zu den neuen krassen Waffen, sondern auch mal zu den alten. Die 80er Schaden hat die gemacht auf Kopf. Ich finde, ist eine sehr gute Range-Waffe. Die hat nicht so einen krassen Bullet Drop. Wie die L96 zum Beispiel. Aber ist auch gar nicht zu vergleichen eigentlich. Oh nein, jetzt kriegen wir den nicht mehr. Oh. Ah, ein 6-0 hatten wir. Scheiße. Ich glaube, der hat uns einen Headshot gegeben. Ruf mich einer an. Keine Zeit. Wo war der? Scheiße, wo war der? Die SKS hat einen Vorteil gegenüber der SVD. Die SKS schießt schneller. Also, gestern hatten wir... Joel hat auch sogar gestern gespielt. Und er hatte... Also, da war ein Typ, der hatte die SKS. SKS sage ich, die SVD. Mit Red Dot. Und weil die so schnell ist, geht die richtig gut ab. Boah, 89. Also, ihr seht, die macht schon guten Schaden auf Range. Oh mein Gott. Sieht so eine Pre-Buyer, hasse ich. Kommen gerade ins Spiel, haben schon so eine heftige Waffe, das ist so scheiße. Joel hat gestern die Waffe ausprobiert ohne Attachments und er findet PP 2000 sogar besser mit der. So eine Pre-Buyer hasse ich, die sind so krass. Willst du mich verarschen? Dem messer ich jetzt auch. Der messert einfach mal hin. Ist das eine kleine Nutte? Schnapp ich mir. Nein! Ich brauche Hilfe. Ist er tot? Ich brauche einen Medic. Medic, haben wir überhaupt welche? Na, ich habe keinen Bock zum dritten Mal zu sterben. Es ist zum vierten Mal. Ich war gar nicht, wie oft ich gestorben bin.
Ist ja klar, dass der nicht. Scheiße. Komm schon. Na los. Warum versteckt er sich jetzt? Ich habe auch nur wenig HP. Ich werfe mal so Scheiße, ne? Jetzt kommt der raus natürlich, ist doch klar, ey. So ein Penner. Wie heißt der? Ah, der hat eine gute KD. Das muss ein Headshot sein. Ah, scheiße. Oh, er brauchte nur noch einen Schuss. Warum bin ich nicht in Deckung gegangen? Oh, scheiße. Oh, ich hätte fast einen Krampf bekommen, ey. Scheiße. Und der hat die Spritzen reingedrückt zum Wichser. Muss ich kriegen einfach. Oh Mann, ey. Ich weiß nicht, ob die SKS mehr Schaden macht. Ja, nein, endlich. Headshot, Bitch. Da drückt sich voll die krassen Spritzen rein, so ein Wichser. Oh, 249 Meter Distanz gehen. Also ihr seht, ihr könnt mit dem Ding auf Distanz gehen. Aber braucht halt mehr Schüsse. Der ist nicht hier hochgekommen. Ich dachte, er kommt hoch. Glück für uns. Der nimmt die ein? Ach du Scheiße. Also ein bisschen Übung ist damit schon nötig. Aber sonst für eine Waffe, ich glaube, die ist sogar Level 3 freischaltbar. Ist das eine echt gute Waffe? Ja. Macht auf jeden Fall Spaß.
Die Runde haben wir auch gewonnen. Das sind jetzt schon 15 Minuten. Ich wünsche euch, dass ihr schön feiert und alles. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Euer Murat. Tschüss.